The only people who don't want to disclose the truth are people with something to hide. Jetzt, wo es kristallklar ist, dass die Casino-Wirtschaft beendet ist, tritt immer deutlicher zutage, welche Politiker und welche Medienvertreter sich auf welche Seite schlagen. Auf die Seite des Gemeinwohls und der Demokratie, also für das Glass-Steagall-Trennbankensystem, oder auf die Seite der Finanzoligarchie, die sich der Senkung des Lebensstandards und der Lebenserwartung der Bevölkerung dieser Welt verschrieben hat. Wie die de facto faschistischen Coups im Falle Griechenlands, Italiens, Zyperns und inzwischen auch Detroit zeigen. Der Zwangsverwalter Kevin Orr, der den Konkurs der Stadt Detroit beantragte, hat der Stadt eine Regelung aufgezwungen, bei der Schulden an Banken und auch aus Derivaten und Kreditausfallversicherungen, den sogenannten Credit Default Swaps, zu 80-90% des Nennwerts bedient werden. Gleichzeitig werden aber Pensionen und Zahlungen an die städtischen Angestellten um 80-90% reduziert. Bill Roberts von LaRouche Pack, der sich 2012 in Detroit für einen Sitz im US-Kongress bewarb, erinnerte in einer Erklärung am 21. Juli an das, was er vor einem Jahr vor dem Detroiter Stadtrat gesagt hatte. Ich habe fast genau vor einem Jahr in einer Anhörung vor dem Stadtrat von Detroit gewarnt, dass es nur die Alternative gäbe, für Glass-Steagall zu kämpfen. Andernfalls würden die Stadt und ihre Einwohner denselben Banken geopfert, die den größten Finanzschwindel in der Geschichte organisiert haben, die Manipulation des LIBOR-Zinssatzes gegen die Kommunen und städtischen Versorgungsunternehmen, was diese Milliarden von Dollar gekostet hat. Man beherzigte meinen Rat nicht. Detroit wurde unter eine Finanzdiktatur gezwungen, so wie dies die Troika mit den Nationen Griechenland und Italien macht. Das ist genau die Art von faschistischer Bail-in-Politik, wie sie in Titel 2 des sogenannten Dodd-Frank-Finanzreformgesetzes dargelegt ist. Damit wird eine zentralisierte Ermächtigung geschaffen, mit der, nach dem Zypern-Modell, die systemisch relevanten globalen Banken im Falle einer Pleite den Zugriff auf Einlagenkonten erhalten. Das ist auch die Stoßrichtung von JP Morgan in einem kürzlich veröffentlichten 16-seitigen Dokument, in dem sie sich brüsten, dass eine zentralisierte Bankendiktatur über Europa schon zur Hälfte etabliert sei. Das Einzige, was der Vollendung noch entgegenstände, seien die antifaschistischen, prodemokratischen Verfassungen einiger europäischer Nationen. Die Notlage Detroits ist ein warnendes Beispiel für den Zusammenbruch der Realwirtschaft in den ganzen USA. 2010 lag dort die Arbeitslosigkeit bei 25% und die Armutsrate war nahezu doppelt so hoch. Seit dem Jahr 2000 sanken die Steuereinnahmen der Stadt um 40%, während die Banken gleichzeitig riesige Gewinne mit den von ihnen gewährten Krediten machten. Doch der Konkurs war nicht unabwendbar. 2005 schlug LaRouche Pack mit Unterstützung von Gewerkschaften und Bürgergruppen vor, die ungenutzten Standorte und Maschinen des Automobilsektors umzurüsten und für den Bau dringend benötigter Infrastruktur im Land einzusetzen. Doch der Kongress und das Weiße Haus wiesen den Vorschlag zurück und der Zusammenbruch beschleunigte sich. Es handelt sich also keineswegs um die schlechte Hauswirtschaft einer Kommune oder eine schlecht gelaufene Zinswette, sondern um eine seit vielen Jahren bewusst gesteuerte Deindustrialisierungs- und Entvölkerungspolitik derselben Finanzoligarchie, die in Form der Troika gerade dabei ist, eine Finanzdiktatur in Europa zu etablieren. Entweder sehr offen, wie in den Fällen Griechenlands, Zyperns und Italiens, oder eben inoffiziell, wie im Falle Deutschlands. Immer mehr Kommunen werden wegen ihrer schlechten Finanzlage unter die Aufsicht einer übergeordneten Behörde gestellt. Besonders deutlich wird das in Nordrhein-Westfalen sichtbar. Von den 430 Kommunen, wo die städtische Agglomeration des Ruhrgebiets mit Detroit vergleichbar, aber 10-mal größer ist, hatten 2011 nur 8 einen ausgeglichenen Haushalt und 140 unterstanden dem Sparkommissar einer übergeordneten Behörde. Was das heißen soll? Nun, die Ausgaben bzw. alle kostenverursachenden Beschlüsse werden überwacht. Wenn die kommunalen Gremien den von dem Sparkommissar gemachten Vorschlägen zur Haushaltssanierung nicht folgen, dann schickt die übergeordnete Behörde einen Kommissar, der Sparpolitik ohne Beschlüsse kommunaler Gremien durchführen kann, also eine Art Finanzdiktator. Mittlerweile ist durch die sogenannten Rettungsschirme der Länder, unter denen sich Kommunen als Voraussetzung für eine Schuldenerleichterung zwangsweise im
Gegenzug zu einem ausgeglichenen Haushalt verpflichten müssen, ein noch effizienterer Automatismus durch quasi Selbstbestimmung geschaffen worden. Für ein radikales Spardiktat und die Kürzung essentieller kommunaler Gemeinwohlaufgaben. Wohin eine brutale Austeritätspolitik in Verbindung mit gleichzeitig realwirtschaftlichem Zusammenbruch, fehlenden Zukunftsperspektiven und dem Verschwinden des Demokratie- und Menschenrechtsverständnisses führt, haben wir in den katastrophalen Folgen der 30er Jahre hier in Deutschland gesehen. Damals konnte man vielleicht noch sagen, das hat keiner absehen können, wohin das führt. Aber welche Rechtfertigung hat ein deutscher Politiker heute? Oder welche Rechtfertigung haben Sie? Was jetzt gebraucht wird, ist eine Bürgerrechtsbewegung, die unsere Verfassung und das Recht auf Entwicklung und Fortschritt verteidigt. Die Büso tritt zu den Bundestagswahlen unter dem Motto Gemeinwohl statt Faschismus in 7 Bundesländern mit 6 Landeslisten und 31 Direktkandidaten und ebenso zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern an. Die einzige Möglichkeit, einen neuen Faschismus durch eine supranationale Bankendiktatur zu stoppen, ist die sofortige Durchsetzung des Glass-Steagall-Trennbankenprinzips, verbunden mit produktivem Nationalkredit für große Aufbauprojekte. Werden Sie Teil dieser Kampagne? Werden Sie gemeinsam mit uns Teil der Lösung? All European imperialism. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen, er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs. Es ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Der einzige Fall, in dem das nicht gelang, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich entstanden die Vereinigten Staaten schon ab dem 17. Jahrhundert. Zunächst durch die Kolonisierung Neuenglands, durch die Plymouth Colony und dann die Massachusetts Bay Colony. Das war der Grundstein, der Kern dessen, was später die Vereinigten Staaten wurden. Diese Leute kamen zuerst auf der Mayflower oder in die Massachusetts Bay Colony. Sie kamen aus den verschiedensten Teilen Europas, nicht nur aus dem englischsprachigen, um das Beste der Zivilisation über den Ozean in diese neuen Territorien zu bringen, um neue Völker zu treffen, um eine Zivilisation zu schaffen, die frei wäre von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln Europas. Und das begann in Massachusetts, in dieser Form. Das war der Anfang eines anderen, alternativen Finanzsystems, das man ein Kreditsystem nannte, das Mitte des 17. Jahrhunderts in Massachusetts geschaffen wurde durch ein System von Bezugsscheinen. Das wurde später von Benjamin Franklin als Papiergeldsystem bezeichnet und es ist das Charakteristikum der amerikanischen Verfassung. Die Verfassung der USA lässt kein monetäres System zu, insbesondere nicht das System der Federal Reserve, die von Anfang an ein Akt des Verrats gegen die USA war. Sie zerstörte uns als Kreditsystem und machte uns zu Untertanen eines internationalen monetären Systems anstelle eines Kreditsystems. Unsere Verfassung schreibt bis heute vor, und das ist wesentlich für uns hier und heute, das zu berücksichtigen. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir kein monetäres System sind und dass wir keinem monetären System unterworfen sind. Wir sind ein Kreditsystem, wie es unsere Verfassung definiert und wie es die Geschichte definiert, die dieser Verfassung zugrunde liegt. Die einzige Autorisierung, Geld in Umlauf zu setzen, in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen respektablen Nation, ist ein Akt des Staates und nicht, dass der Staat sich an irgendeinen internationalen privaten monetären Komplex wendet, bei dem er sich dann verschuldet. Die Ausgabe dieser Schulden ist entscheidend
Unsere Schulden beruhen auf unserem Willen und sie sind Schulden bei uns selbst oder durch Verträge mit anderen Ländern, Abkommen zwischen Nationen. Und das ist das Prinzip, das wir anwenden müssen, wenn wir jetzt unsere Zivilisation retten wollen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das monetäre System oder das monetaristische System, das auf den internationalen Finanzinteressen beruht, nicht auf Nationalstaaten, internationalen Finanzinteressen, was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen. Das war die Frage beim Tod Roosevelts. Am 12. April 1945 arbeiteten die Vereinigten Staaten unter einem Kreditsystem. Bis zum 12. April 1945 war es die amerikanische Politik für die Nachkriegszeit unter Roosevelt, ein weltweites Kreditsystem zu schaffen, kein monetäres System. Die USA wollten mit anderen Nationen durch Verträge ein internationales Kreditsystem schaffen und die Macht, die wir für die militärische Produktion mobilisiert hatten, diese Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um Güter zu produzieren, die dann der Motor zur Befreiung der Völker vom Kolonialismus, zur Befreiung von der Unterdrückung sein sollten und Europa auf der Grundlage eines internationalen Kreditsystems neu zu organisieren. Das war die Absicht, die ausdrückliche Absicht von Franklin Roosevelt bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz. Er hatte Keynes zurückgewiesen, angegriffen und abgelehnt. Wir wussten, dass das das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für allemal, von den monetären Systemen. Und dass die Macht eines Systems souveräner Nationalstaaten existieren musste, um mit den jeweiligen Kreditsystemen eine partnerschaftliche Kooperation zu schaffen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman, ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann, Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Es gab natürlich Patrioten, die manchmal zaghafte Schritte machten und versuchten, den Einfluss der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, trotz des internationalen monetaristischen Systems. Aber dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte. Unser Fleisch ist sterblich, aber unser Geist ist unsterblich. Es ist wahr, dass wir alle eines Tages sterben werden. Aber werden wir im Elend umkommen, wie diese zusammengebrochenen Gesellschaften? Oder wird unser Tod ein Triumph sein für diejenigen, die nach uns leben? Sie haben die Wahl. Und wenn Sie die richtige Entscheidung treffen, dann werden vielleicht unsere heutige Zivilisation und diejenigen der Zukunft eine Chance haben, in einer ästhetischen Welt zu leben. Einer Welt, in der die Bedeutung unserer Existenz in der Förderung und Pflege der inneren Schönheit des Menschen liegt, wo wir uns selbst nicht als Bestien, sondern als Geschöpfe der Vernunft betrachten, die mit göttlichem Geist begabt sind, wie es unser Schöpfer beabsichtigte. Das kann unsere Welt sein und vielleicht irgendwann unser Sonnensystem, wenn Sie sich dafür entscheiden. Wenn Sie zum Verteidiger der Gerechtigkeit werden und wenn Sie das Mitgefühl zu Ihrem teuersten Freund machen und die Wahrheit zu Ihrem Bruder. Ein Sieg ist nicht garantiert, aber garantiert ist, dass die Menschheit in das finsterste aller finsteren Zeitalter stürzen wird, die die Geschichte je gekannt hat, wenn es uns nicht gelingt, den jetzigen Kurs zu ändern.